Und also 1942 kamen wir dann zur Sammelstelle und sind dann nach einer tagelangen Fahrt, einer fürchterlichen Fahrt nach Bauschowitz gekommen. Das war der Bahnhof. Vor, darf ich vorher fragen, wie kam es, dass Sie zur Sammelstelle kamen? Wie war der Ablauf? Der Ablauf war der, dass man also sich dort einfinden musste. Nicht? Man hat sozusagen seinen, militärisch würde man sagen, Marschbefehl bekommen, dass man sich mit so und so viel Kilogramm dort und dort einzufinden hat. So ist es geschehen, denn nur die wenigsten konnten ja untertauchen. Ich glaube, es waren 800 sogenannte U-Boote. Das war ja ein Risiko, bitte, man muss sagen, dass wer ein U-Boot aufgenommen hat, ja selbst sein Leben riskiert hat. Das muss natürlich schon gesagt werden. Das kann man nicht mit den Augen von heute sehen. Man muss da die Atmosphäre in einer totalen Herrschaft, nicht autoritären Herrschaft, wie sagen wir, also das Salazar-Regime in Portugal oder wie das Ständestaat, Austrofaschismus war, das war ja, waren ja autoritäre Systeme, sondern wirklich totalitäre Systeme. Also da hat es schon unglaubliche Tollkühnheit bedeutet, Juden zu verstecken. Wir hätten da keine Möglichkeit gehabt. Und wir sind dann also, haben uns dort eingefunden, sind dann ins Lager, also nach Bauschowitz gekommen. Gemeinsam mit ihren Eltern. Mit den Eltern, und da war schon das Ärgste, fürchterliche Erlebnis am Bahnhof, nicht? Welcher Transport war das? Wissen Sie das noch? Das war doch noch genau, weil ja wir, die jeder uns wie eine Nummer hatten, 4, 12, 5, 9 und 5, 99. 4, römisch 4 war Wien, 12 war der 12. Transport aus Wien und 599 war der 599. aus diesem Transport. Und als wir angekommen sind, war diese fürchterliche Szene mit diesem Kriegsinvaliden Löwy, der also ein Mann war, der hundertprozentiger Kriegsinvalide war, alle Auszeichnungen hatte. Und der ist zum damaligen Lagerkommandeur gegangen, zum Dr. Siegfried Seidel. Natürlich alles Österreicher, das möchte ich schon betonen. Die härtesten waren überhaupt immer die österreichische SS, nach meiner und unserer Erfahrung. Lebensgefährlich. Und wollte, ich weiß nicht, hat mir nachher erzählt, ich glaube, er hat gesagt, ob man ihn mit einem Auto reinführen kann, er kann nicht gehen. Und der hat ihm mit der Reitpeitsche über das Gesicht geschlagen. Und das hat eine unglaubliche Wirkung gehabt. Denn einen Blinden schlagen, also da war auch schon klar, dass hier etwas Grauenhaftes auf uns zukommt. Und meine Mutter stellt unbekümmert einen tschechischen Häftling die Frage, na, wo kommen wir denn hin? Und der fährt sie relativ scharf an und sagt, na, was glauben Sie, wo Sie hinkommen? In den KZ, in den Konzentrationslager. Und dann sind wir also zu Fuß nach Theresienstadt rein. Das waren, ich glaube, 3 Kilometer sind das schon, ein ganz schöner Marsch im härtesten Winter. Und wurden dann auf einen Dachboden, wo nichts war, man hat uns ja alles weggenommen. Dort waren wir einige Tage.